Herzlich willkommen zur nächsten Etappe der Bayern-Rundfahrt. Viechtag nach Kelheim heute. Die dritte Etappe, 196 Kilometer. Wir haben Richie Port im gelben Trikot dieser Bayern-Rundfahrt. Wenig überraschend, muss man sagen. Ist bei der ersten Etappe recht gut gefahren, keine Frage. Bei der dritten Etappe sehr, sehr gut gefahren. Und ja. Ja, was soll man sagen, ne? Ist halt so. Ist halt so, wie es halt ist. Hat sich verdient das Trikot geschnappt. Und Van Niekerk greift heute mal an, habe ich mir so gedenkt. Habe ich mir eigentlich gar nicht. Das war jetzt gerade voll die Bauchentscheidung. Wow, 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 wow. Ihr sollt alle mal chillen. Nicht angreifen. Leute. Van Niekerk also heute der Mann, der angreift aus unserer Mannschaft. An diesem kleinen Hügel setzt er sich mal ab. Und ist bis jetzt zumindest allein unterwegs. Ja gut, dann ist es halt so. Kann man auch nichts machen. Kann man jetzt nichts dran ändern. Van Niekerk also Solo-Ausreißer heute. Warum nicht? Tja. Nochmal die letzte Etappe Revue passieren zu lassen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wir können mal kurz gucken, ja, wir hatten keine Chance gegen Port, muss man einfach so sagen. Er ist im Zeitfahren leider besser, Rabotini ist nicht besser, Wiggins ist allerdings besser im Zeitfahren und Chavanel ist leider auch besser. Wir haben eine Minute Vorsprung auf Chavanel, ich weiß leider nicht genau, wie lange das Zeitfahren ist. Also ich glaube, wir werden fast auf Platz 4 bleiben. Aua, in der Gesamtwertung. Glaube ich fast, die werden Vierter bleiben. Rabotini können wir überholen im Zeitfahren. Aber Sylvain Chavanel eben nicht. Oh, diese Leertaste, ne? Die nervt ein bisschen. Also, ich glaube, es wird fast so bleiben, wie es jetzt ist. Wir können auch achtfache Dingens machen. Denn hier passiert ja gerade eh nicht viel. 165 Kilometer sind es noch zu fahren. Relativ hügeliger Beginn hier, muss man sagen. Warum passt Thompson nicht mehr? Ach so, weil ich ihm gesagt habe, anzugreifen. Ja, das war ja sehr schlau von mir auch. Van Niekerk ist vorne. Vielleicht kommt er jetzt mit 13 Minuten Vorsprung an. Ja, das ist doch schön. Das wär's doch. Gewinnt einfach er die Bayern-Rundfahrt. Naja. Erstmal schauen. Also eine Etappe kommt noch, in der es wirklich brenzlig wird. Da werden wir mit Gerdemann natürlich alles dran setzen, das Zeitfahren sehr, sehr gut zu bestreiten. Wir erinnern uns an die... Boah, welche Rundfahrt waren das? Das ist an die Kalifornien-Rundfahrt, oder? Da ist Gerdemann ein sehr gutes Zeitfahren gefahren. Wurde dort, glaube ich, Siebter, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Auch schon wieder ein paar Tage her. Und ein Fahrer fällt zurück, das ist Robert Förster. Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er einen Defekt gehabt hat. Oder gestürzt ist. Der gute Frösi. Ja, und Kunigo also Zweiter momentan beim Giro d'Italia. Kurz vor dem Ende, wer hätte das gedacht? Da muss aber auch irgendwie eine taktisch gute Leistung gewesen sein und ein bisschen Glück vielleicht noch mit dabei, damit das klappen kann. Also, Riesending für Damiano Kunigo. Wie gesagt, 2004, da hat er den Giro d'Italia gewonnen. Und das auf eine grandiose Art und Weise. Damals war er 22 Jahre alt, meine ich. Und ist damals im selben Team wie Gilberto Simoni gefahren. Der hat den Giro 2003 gewonnen. Und war dementsprechend natürlich auch der unangefochtene Kapitän. Fuhr auch schon im rosa Trikot, also im Führungstrikot der Rundfahrt. Was ja normalerweise immer das Gelbe ist. Beim Giro d'Italia ist das allerdings rosa. Und dann auf einmal bei einer Bergetappe griff Damiano Kunigo an. Na, ich glaube sogar gegen die Stallorder. Also man hat ihm nicht gesagt, greif an, sondern er hat es einfach getan. Und fuhr dann ins rosa Trikot und von dort aus eben auch in den Gesamtsieg des Giro d'Italia. Es blieb allerdings ein einziger. Natürlich hat man ihm viel prophezeit, er war ja erst 22 Jahre alt. Aber schon kalt wie eine Hundeschnauze und auch richtig, richtig gut am Berg. Also
Viele haben ihm da sonst was prophezeit, Tour-Siege, Giro-Siege und so weiter und so fort. Aber irgendwie klappte es dann nicht mehr so richtig. Er blieb dann bei der Mannschaft, die sich allerdings von Saeco in Lampre umbenannte. Ja, und was soll das? Alter, was soll das? Spaß beiseite. Was soll das? Gebt mal gerade mal Vollgas, Leute. Sky will uns hier verarschen, während ich hier am Geschichten erzählen bin. Geht ja mal gar nicht. Haut mal richtig rein. Wir lassen uns doch nicht von der scheiß Sky-Mannschaft hier über den Tisch ziehen, ey. Was mit euch kaputt? Wurdet ihr gerade aus dem Arsch rausgezogen, oder was? So, wieder eingeholt. Leider ist Van Niekerk damit auch eingeholt. Na, mein Gott. Gut, weiter geht's. Jedenfalls war es dann eben so, dass Kunigo bei dieser Mannschaft blieb und auch beim Pro Cycling Manager noch bei der Mannschaft fährt, nämlich bei Lampre. Während Simoni dann allerdings das Team verlassen hat, er wechselte zur Sonny-Duval-Mannschaft und konnte den Giro tatsächlich auch nochmal gewinnen. Mittlerweile hat Gilberto Simoni seine Karriere beendet. Fuhr dann nochmal ein Jahr für, oder zwei Jahre sogar, für die Mannschaft, na, wie hieß sie doch gleich? Androni, die es ja immer noch gibt, hier auf dem Spiel zumindest. So, und wir versuchen jetzt hier den Sprint zu gewinnen, vorne mit dabei zu sein und vielleicht den Etappensieg zu holen, das wär's doch, eigentlich. Wenn Rigugo sich doch bitte mal ans Hinterrad von Ducke hängen würde, ich meine, wo ist das Problem? Ohne Witz. Dann halt Stefan Schäfer. Will er auch nicht, klar. Warum auch? Ein Stannard vielleicht? Ja, den nimmst du. Ich weiß nicht warum. Das Spiel hat zu seine Macken. So, Rigugo jetzt also. 50 Kilometer, das mit dem Gel war jetzt natürlich ein Fehler von mir. Muss man ganz klar sagen. Das war etwas verfrüht. Formulieren wir es mal so. Kannst du dich jetzt bitte an Leonardo Ducke hängen? Das wäre ja ein Traum, wäre ja das. 14 Kilometer sind es noch. Das Tempo im Feld wirklich extrem niedrig. Nochmal ein Hügel und ich versuche gleich mal mit Jay Thompson anzugreifen, wenn es hier so extrem niedriges Tempo ist. Die sind überrundet, nicht verwundern. Und Jay Thompson greift an, 10 Kilometer vor dem Ziel. Ich meine, warum nicht? Warum eigentlich nicht Jay Thompson jetzt vorne mit dieser Attacke? Rigugui weiter in dem Feld, schön am Hinterrad von Ducke bleiben, genau. Und Jay Thompson kommt tatsächlich weg, hat jetzt schon fast eine Minute Vorsprung. Auch wenn die Mannschaften IAM, Sky und Brandenburg dem jetzt nachfahren. Jay Thompson immer noch vorne. Trotzdem eine gute Attacke, egal wie das hier ausgeht. 6 Kilometer sind es noch, wird vielleicht noch ein bisschen lang für Jay Thompson, den Südafrikaner. Aber er ist ein sehr ausgeglichener Rennfahrer, sowohl am Berg als auch am Hügel, als auch im Zeitfahren. Ungefähr überall gleich stark. Was macht Richie Porter? Ich dachte jetzt schon, der greift jetzt an. Das wär's. Jay Thompson, da vorne fährt er. Es sieht gar nicht mal schlecht aus. Er hat noch Kraftreserven, Jay Thompson, immer noch vorne. Dahinter das Feld, unter anderem mit Youssef Rigugui. Das komische Bewegung macht, muss man einfach so sagen. Und Jay Thompson geht jetzt auf die letzten 3 Kilometer, 2 Kilometer sogar. Das Feld hier hinten. Roger Kluge bekommt jetzt den Sprint angefahren. Van Stylen, warum macht Ducke eigentlich nichts? Der Spacko. Oh, jetzt greift er. Oh Mann, jetzt beginnt er natürlich den Sprint, wo ich gerade von seinem Hinterrad weg wollte. Jay Thompson ist immer noch vorne. Der letzte Kilometer bereits schon angebrochen für Jay Thompson. Und das holt er sich. Jay Thompson hier mit dem Solo-Sieg für die Mannschaft MTN Kubeka. Ja, da brauchen wir gar keine Zeitlupe. Das ist ein ordentlicher Vorsprung. Dominik Klemme im Unteren Zweiter, dann Roger Kluge. Ducke und Rigugui kommt noch auf Rang 4. Also Dritter im Sprint. Jay Thompson. Aber natürlich erstmal meinen riesigen Glückwunsch an ihn. Klasse Sieg. Da haben wir die Situation gut erkannt. Haben gesehen, hey, das Rennen ist gerade nicht wirklich schnell. Was natürlich auch daran liegt, dass so wenig Fahrer im Feld sind. Das Feld ist sehr, sehr klein. Da kann man so Sachen eher machen, als wenn es hier irgendwie 200 Fahrer wären. Dann gäbe es mehr Sprinter, dann gäbe es mehr Sprintermannschaften und dementsprechend auch ein größeres
eine größere Verfolgungsjagd. So clever gemacht. Jay Thompson hier mit dem super Angriff genau zum richtigen Zeitpunkt. Und kann das Ding durchziehen und gewinnt diese dritte, nee, vierte, Entschuldigung, nee, dritte, es ist die dritte Etappe der Bayern-Rundfahrt. Glückwunsch also an Jay Thompson, zweiter mit Dominik Klemme, dritter Leonardo Ducke, gefolgt von Regulgo, Schäfer, Kluge, Van Stein, Chavanel, Port und Thwaites in genau dieser Reihenfolge. In der Gesamtwertung ist damit weiterhin Richie Port auf Rang 1, zweiter ist Rabotini, dritter Wiggins, vierter Gellemann, fünfter Ducke, gefolgt von Chavanel. Da tut sich also gar nichts. In der Punktewertung führt Leonardo Ducke vor Richie Port und Regui. Der ist jetzt dritter, Jay Thompson rückt vor auf Rang 5. In der Bergwertung weiter, Colonna vorne, zweiter jetzt Van Niekerk, dritter Summerhill. In der Nachwuchswertung führt jetzt Thwaites vor Herklotz und Deckert. Ich glaube, das war auch schon gestern so, wenn ich mich mal so zurückerinnere. Und in der Teamwertung weiterhin das Team Sky vorne. MTN Kubeka immer noch auf Platz 4, macht aber ein bisschen Zeit gut. Aber es wird sich in der nächsten Etappe eh alles nochmal verändern. Denn dann gibt es das Einzelzeitfahren hier bei der Bayern-Rundfahrt. Und ich bin sehr gespannt, wie lange geht das? 31 Kilometer, eine recht moderate eine recht moderate Länge, das ist jetzt nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuschauen und bis dann.